So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Infamous Second Son. Mann, das ist wie Vegas nach dem Weltuntergang. Ja. Was haben wir da? Das ist dann wohl das Mutterschiff. Scheiße, Delson! Hey, alles okay? Okay? Mir geht's besser als okay, Mann. Ich glaube, ich kann einen neuen Trick. Ja, neu. Tja. Oh ja, auf jeden Fall neu und besser. Delson, das ist nicht besser, Mann. Wir versuchen, die Probleme zu lösen, die du schon hast. Wir brauchen keine neuen. Was glaubst du? Augustin wartet und ruht sich aus? Ich muss stärker werden, wenn ich gegen die Betonkönigin antreten will. Hey, ich hoffe, das musst du nicht. Hör mal, es gibt vielleicht auch noch einen anderen Weg zu Augustin. Welchen anderen Weg? Ich habe ein paar Kontakte in Seattle, okay? Auch bei der Polizei. Nein, das ist nicht der Punkt, an dem Reggie auftaucht und alles in Ordnung bringt. Das ist nicht dein Problem, Reggie, sondern meins. Hallo? Ist da jemand? Hört mich jemand? Da, perfekt. Du willst jemandem helfen? Los, rette die Jungfrau in Nöten. Ist aber... Bitte! Okay, gut. Wir gehen beide. Oh, nein. Du spielst den Supercop, okay? Ich komme nach, so in einer Minute. Okay, aber geh ja nicht weg. Und um Himmels Willen, fass bloß nichts an! Ich fasse jetzt alles an. Du zuerst, kleiner Kerl. Okay, ja, danach könnte ich wirklich süchtig werden. Hey, das brauche ich noch. Vielleicht muss ich bloß Rauch nachtanken. Hier ist Rauch. Und fertig. Aha. Oh ja, das müsste funktionieren. Mann, wenn wir in der Stadt sind, muss ich unbedingt noch mehr von den Dingern finden. Na? Das ist doch... Hey, Sergeant, ich brauch dich hier oben. Alter, du glaubst im Leben nicht, was das für ein Piepen war. Komm einfach her, okay? Hier steckt ein Bus voller Hilfsarbeiter fest. Ich wollte, dass sie den Bus verlassen, aber sie wollen die Medikamente auf dem Dach nicht zurücklassen. Sag ihnen, sie sollen durchhalten. Ich hol den Bus da raus. Derzin, ich weiß, was du denkst. Tu's nicht. Ey, ich hab grad einen Schwarm Quadrocopter erledigt. Ich kann wohl einen Bus ausgraben. Das dauert ja ewig. Das muss auch schneller gehen. Aha. So. Ich bin nicht aufzuhalten. Derzin, ich sagte nicht. Ah, sorry, Reg. Kann ich nicht hören. Meine Heldentaten sind zu laut. Derzin, ich werde nicht. Ups, du warst weg. War wohl die falsche Taste. Der Rest der Strecke ist frei. Wird Zeit, das Ding nach Seattle zu fahren. Hey, Reggie, mach auf, na los. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Hallo? Delson, wir haben ein Problem. Einige der Leute im Bus haben gesehen, wie du mit deinen Superkräften den Weg freigeräumt hast. Und sie haben Angst vor dir. Was? Ich hab's dir gesagt, Mann. Bioterroristen sind nicht besonders beliebt. Und
Jetzt gehöre ich nicht mehr zu den Cheerleadern und sitze hinten im Schulbus? Nein, sie wollen dich gar nicht im Bus. Sie wollen dich nicht hier drin. Sie sagen, wenn du reinkommst, steigen sie aus. Dann sollen sie halt laufen, mir doch egal. Glaubst du, dass mich diese Tür hier aufhält? Das tust du nicht. Ist das klar? Diese Leute haben noch nie sowas wie dich gesehen. Sie haben Angst, okay? Und ich verstehe sie. Er sagt, er will die Tür eintreten. Na los! Sir, nur noch eine Sekunde! Hey, lass mich sie über die Brücke bringen. Dann komme ich dich abholen, okay? Das dauert höchstens 5 Minuten. Komm schon, Mann. Ich kann dich nicht in den Bus lassen. 5 Minuten. Traurig. Pass auf, schalt das GPS an deinem Handy an, falls wir uns verlieren. Oh, du meinst, so wie jetzt. Was? Was ist das? Achtung, die geplante Stilllegung der Brücke 520 auf Anordnung des IOP beginnt in Kürze. Alle Fahrzeuge und Personen haben die Straße... Klingt nach einem sinnvollen Hinweis. Derzeit, ich habe die Arbeiter rübergebracht. Das DOP. Die Brücke räumen. Komm dich holen, also. Reggie, hörst du mich? Was ist da los? Hallo? Hey! Hey! Braucht ihr Hilfe, Leute? Oh Mist. Ein Bioterrorist. Hey! Das ist einer von diesen Ganz Freaks! Ruhig. Wow, wow, wow! Nein, 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 nein! Oh. Krank. Oh, diese Schnellheilungssache wird noch echt nützlich sein. Drecksack. Komm her. Hey, echt Mann, ich will nur durch den Tunnel. Wo sind sie denn? Jetzt gehört ja mir. Noch mehr? Okay, okay, ich gebe auf, okay. Tu mir nicht weh. Drücken Sie Dreieck, um ein gutes Kammer zu besiegen. Drücken Sie Viereck, um böses Kammer auszuschalten. Siehst du, wir sind nicht alle Monster. Sag's weiter. Wir werden natürlich den Heldenweg einschlagen. Oh, das wird echt kein Spaß. Da! Was war das denn gerade? Reggie? Oh Mann, antworte doch! Oh mein Gott. Das war eine Brücke? Ja, das war eine Brücke. Vorher sah noch alles so schön aus. Man kommt jetzt so richtig irgendwie so ein verzweifeltes Gebiet irgendwie. Da hinten ist Seattle. Ich komme, Reg. Nehmen wir noch ein bisschen Rauch mit. Yay, da gibt's wieder Superkräfte. Vorsicht. Ist doch Kernrelais. Zeig, was du kannst. Ein Kernrelais haben wir also. Versuchen wir's. Okay, Cosmos, immer her damit. Cool. Okay, okay, langsam.
Na. Noch ein Ken-Relais. Moment. So. Musst du noch kurz was schreiben? Halten Sie und okay. Ach, nice. Ein Anruf. Jensen, was höre ich da, dass du und dein Bruder nach Seattle wollen? Das passt gerade nicht so gut, Betty. Okay. Aber pass auf dich auf. Und viel Spaß. Okay, mach ich. So. Halt still! Ah, kommen die ganzen Autos entgegen. Schon fast drüben. Ah! Nein! Ah! Ich wollte doch aufs Auto. Schon fast drüben. Komm, lass das sein! Verdammte Brücke! Wow, schaffen wir. Da! Meter! Na. Spring doch. Autos. Der Schulbus. Reggie! Reggie! Da ist er. Jensen, kannst du mal helfen? Ja. Tut dir wieder dein Wurf am weh, ha? Delzin? Okay. Na komm schon. Geht schon. Danke für die Hilfe. Sieh doch mal. Wow. Offenbar hast du sie im Griff, deine neuen Symptome. Stimmt. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass... Nein. Mir fällt keiner ein. Das ist schon ziemlich abgefahren. Wirklich? Kein Nachteil? Was ist mit diesen bewaffneten Typen dort, die dir wehtun wollen? Und zwar liebend gern. Ist das ein Nachteil? Ja. Okay. Nach allem, was wir wissen, könnten wir dich durch ihren Sicherheitsbereich schleusen. Du bist ja kein normaler Bioterrorist. Normal? Nein. Nein. Nicht wenn du mit normal. Die Leute meinst, die sie wie Versuchskaninchen zusammentreiben. Nein, Reggie, ich bin nicht normal. Ich Hast weiß. Du mich auf der Brücke gesehen? Hab wir ich. Schaffen diese Typen. Hey, lass uns doch erst versuchen, es unbemerkt durch ihre Kontrollpunkte zu schaffen, okay? Das macht es viel einfacher, durch die Stadt zu kommen. Okay, gut, gut. Wir machen es auf deine Art. Ganz subtil. Hör zu, versprich mir, dass du da vorne gleich cool bleibst. Hey, mein Spitzname war mal Mr. Cool. Das ist niemals dein Spitzname gewesen. Niemals. Machst du dir darum echt einen Kopf? Diese DOP-Typen haben vielleicht nicht so viel Kraft wie du. Wie die natürlichen Bioterroristen. Aber die Regierung hat ihnen genug verpasst, um Hackfleisch aus uns zu machen. Okay. Gerade hast du meinen Seattle-Urlaub offiziell ruiniert. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge. Ich mache eine kurze Aufnahmepause und dann... mal gucken, wie wir diese Typen da hinten erledigen.